Bevor ich mit dem Video loslege, möchte ich euch daran erinnern, dass am Samstag um 14 Uhr meine Prediction zum Driver Lineup für 2023 veröffentlicht wird, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Aber nun zum Hauptteil dieses Videos. Habt ihr euch schon mal gefragt, wofür die beiden violetten LEDs am Ende des Drehzahlmessers sind, die im Thumbnail gezeigt wurden? Ich wusste es bis vor kurzem selber nicht mal, vielleicht weiß es ja der eine oder andere, aber mit diesem Video werden es dann ein paar mehr. Ich erkläre es kurz und knapp. Wenn ihr, egal ob in der Karriere, online im Multiplayer-Bereich oder auch in Zeitfahrten unterwegs seid, dann erscheint die erste violette LED ganz rechts auf, dass ihr euch in einer DRS-Zone befindet. Die zweite violette LED von rechts erscheint, wenn ihr das DRS aktiviert. Ganz simpel und einfach, und das war's eigentlich schon mit dem Video, aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wusstet oder ob ihr dachtet, dass das für etwas ganz anderes wäre. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten, gerne den Kanal supporten und bis zum nächsten Video. Ciao!